mich bewegen da ein paar Sachen in diesem Sektor auch, in dem alle immer sagen, wir wollen ja nur das Gute. Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr erlebt, dass wenn es wirklich darum ging, wirkungsvollere Programme aufzusetzen, dass dann irgendwann die Führung gesagt hat, wir wollen das nicht, weil wir damit Macht abgeben und weil wir damit unseren Interpretationsanspruch aufgeben. Und das hat etwas damit zu tun, dass Menschen in Stiftungen und in zivilgesellschaftlichen Organisationen ganz oft mit anderen Motiven auch arbeiten als nur mit Wirkungsmotiven. Das mag sehr menschlich sein, aber darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen. Es wird immer nur darüber gesprochen, dass natürlich jemand, der in einem Not-for-Profit, in einer Not-for-Profit-Organisation arbeitet, in einer Stiftung arbeitet, in einem Verein arbeitet, dass der natürlich das tut, weil er selbstlos ist, weil er das Gute will. Ganz, ganz oft geht es um Selbstdarstellung. Ganz, ganz oft geht es darum, einen Drang zur Außendarstellung zu haben. Und es geht ganz, ganz, ganz selten wirklich darum, soziale Probleme zu lösen. Und das steckt in uns allen. Und das bewegt mich aber sehr in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, weil ich das sehr, sehr stark gesehen habe, dass in Stiftungen und auch in Vereinen und anderen Organisationen über Evaluierung gesprochen wird, über lernende Organisationen gesprochen wird. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dass dann, wenn die ersten Kritikpunkte kommen, dann geht irgendwas runter, dann machen die Leute zu. Das sind Ängste, ja? Versagensängste vielleicht, oder man möchte irgendwie nicht so gerne schlecht dastehen. Aber es hat natürlich nichts mit Lernen und Organisationen zu tun. Ja? Wenn man sich wirklich darauf einlassen würde, zu sagen, wir alle wollen das und das verbessern und wie kommen wir jetzt dahin? Und wir führen Systeme ein, die uns helfen, dass wir dahin kommen, die aber auch heißen, hey, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Oder hey, das funktioniert nicht. Oder nein, wir müssen umsteuern. Oder wir müssen uns mit anderen zusammentun und vielleicht steht meine Marke dann nicht mehr ganz oben. Das gehört alles dazu und das passiert sehr, sehr selten. Die Rhetorik, dass die Zivilgesellschaft von der Wirtschaft lernen müsste, ist falsch. Ich glaube, beide müssen, wenn überhaupt, dann voneinander lernen. Aber die Idee, gerade in Finanzkrisen und in einer Zeit, wo diese Modelle ja eigentlich zusammenbrechen, also diese rein rationalen, funktionalistischen, nach Output getriebenen Modelle, ja, sollte man sich eigentlich überlegen, gibt es nicht irgendwas, was wir zusammen neu machen können? Also wir sollten nicht das eine vom anderen kopieren, was nicht funktioniert hat. Ja. Ich sagte ja auch eben schon, der Drang zur Standardisierung in der Zivilgesellschaft ist einer, den ich als nicht positiv sehe. Denn da wird genau das wiederholt, was in der Wirtschaft wiederholt wurde. Und in der Wirtschaft hat man aber klare Kennzahlen und klare Produkte, was in diesem Sektor, also im zivilgesellschaftlichen Sektor, ja nicht der Fall ist. Und es ist eine Scheinsicherheit zu glauben, dass man das nur bräuchte und damit würde man effizienter werden. Was wir brauchen, sind andere Verfahren, die Leute und verschiedene Interessensrichtungen und auch unterschiedliche Erfahrungen zusammenbringen können und dann etwas Neues entstehen lassen. Und das muss vernünftig moderiert werden. Das hat nichts damit zu tun, dass alle immerzu bei allen mitsprechen, sondern es hat etwas mit intelligenten Verfahren zu tun und intelligenter Planung. Aber es hat nichts damit zu tun, irgendwelche Systeme, die woanders nicht funktioniert haben, zu übertragen auf einen Sektor, der das nicht brauchen kann. Ich gebe mal ein Beispiel, wo es in Deutschland gerade so eine Initiative gibt. Das ist Ruhr Futur. Die haben sich im Ruhrgebiet angesiedelt. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 10 Jahren alle Bildungsangebote, die relevant sind im Ruhrgebiet, an der gesamten Bildungskette, also vom Kindergarten bis zur Hochschule, so zu vernetzen, dass eben dieser Raum, in dem man darüber spricht, wie man gemeinsam wirksamer werden kann, also mehr Hochschulabschlüsse für Migranten, weniger Dropout-Raten, müsste ich mir jetzt im Detail angucken. Ja? Aber die Idee ist eben, eine Organisation zu haben, die nur als Moderator agiert und als Treiber für die Organisationen, die im Feld das Wissen ja schon längst haben. Das heißt also, man gründet nicht etwas Neues,
weil man glaubt, man habe besseres Wissen, sondern man gründet eine Plattform mit guten und vernünftigen Prozessen, die das, was schon da ist, effizienter und wirksamer zusammenbringt. Und das auf eine lange Zeit, mindestens 10 Jahre. Es braucht jemanden, der das treibt. Ja? Es ist nicht so, dass sich alle irgendwo versammeln und ein bisschen reden und dann wird das schon. Es braucht eine ganz klare Führung, die sagt, wir wollen das und wir treiben das. Und zweitens, keine Projektitis zu machen. Also das heißt, wir brauchen langfristige Räume zur Planung und zur Entwicklung. Das, was im deutschen Stiftungssektor ganz viel läuft, sind Projekte, die angefangen werden, am besten noch sogenannte Pilotprojekte, die dann in der Sprache dieses neuen Sektors skaliert werden sollen. Das funktioniert meistens nicht, weil diejenigen Projekte, die funktionieren, werden nicht mehr weiter gefördert, weil man dann irgendwas Neues braucht. Also, so, das ist also der zweite Punkt, der da gelernt worden ist in diesen Modellen wie Strive zum Beispiel. Und dann hat man gelernt, man braucht Anreize für die verschiedenen Player, die da bei sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nicht alle sind da, weil sie nichts anderes zu tun haben oder weil sie Ruhm und Ehre wollen, sondern manche brauchen Geld. Manche wollen irgendwas, was sie halt sonst noch gerade brauchen. Aber ich finde das in Ordnung, dass das so ist. Und es muss auch nicht immer so sein, dass alle kommen aus altruistischen Gründen. Aber die Frage danach, was brauchst du und wie können wir etwas zusammen entstehen lassen, was sich auf deine Bedürfnisse auch bezieht, das ist eine ganz interessante Lernerfahrung. Man könnte sich mal anschauen, was Orides macht in Mülheim, die eher im Verborgenen ein wenig arbeiten, aber die haben langfristig in Initiativen investiert im frühkindlichen Bereich, die schon funktionieren. Das heißt, sie haben keine neuen Pilotprojekte aufgesetzt, sondern sie sagen, wir geben euch 5 bis 10 Jahre Geld für etwas, was ihr schon macht. Damit geht man gegen diese Projektitis und damit geht man gegen kurzfristige Benchmarks oder gegen kurzfristige Erfolgskontrollen oder so etwas. Das ist wie so eine Plattform schon, die auch untereinander zusammenbringt, Expertisen teilt, Berater von außen anheuert und die auch in den Organisationen, die in den Organisationen dann auch arbeiten. Aber vor allem ist es eben, sie investieren in etwas, was schon funktioniert und sie bringen das zusammen und die Expertise zusammen und sie machen keine Projekte. Wunderbar.